Ja, ich zeige euch heute mal kurz im Tutorial, wie man Videos in iTunes importiert und dann entsprechend in Playlists einfügt, dass man dann schön auch gemischt Musik und Videos beim Joggen hören kann. Also ganz normale über Playlists das macht. Der erste Schritt ist natürlich, man muss erstmal die Videos haben. Man kann man zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Audi-Werbung hier, die ist ganz witzig. Ein bisschen leiser. Ja, nicht ganz leise. Man könnte das auch mit Musikclips machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich ist. Also man hat diese Sachen dann hier. Hier oben hat man so ein Tool wie den Video-Downloader und lädt die halt einfach runter. Nehmen wir noch eine zweite Sache, auch einen coolen Spot. Hier. Bayerische Motorenwerke. Rocket. So, zack, ausführen, hier oben runterladen, zack. Wie gesagt, könnte auch ein Musikvideo sein, aber ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Nicht, dass es da irgendwelchen Ärger gibt, auch in der Schweiz könnte das ja sein. So, na, den unterbrechen wir jetzt mal. Der wird hier runtergeladen und er ist schon runtergeladen und hier seht ihr jetzt die Videos. So, wie kriegen wir die aufs iPhone? Einfach iTunes starten. Und hier oben einfach auswählen, was es da so gibt. Ungesehen, wiedergelistet, ne? Da ist ja noch nichts. Und dann importieren wir jetzt einfach mal die Videos, die wir hier rechts geladen haben, in iTunes. Dann gehen wir einfach auf Ablage, zur Mediathek hinzufügen. Und dann nehmen wir die dreimal. Die kann man einfach durch die Großschaltetaste auswählen. Klack. Öffnen. So. Was ist denn hier für ein Mist? Okay. Ja, das sollte jetzt importiert sein. Dann geht man hier auf Filme. Hier oben. Jetzt sind diese Videos, die ich gerade geladen habe, in eigene Videos. Jetzt haben wir diesen Spot mit der Rakete. Da gehen wir auch wieder hin, die Shift-Taste und klicken die Dinger an, dann sind die ausgewählt. Ganz praktisch ist es hinzugehen und zu sagen, okay, die füge ich jetzt zu einer bestimmten Wiedergabeliste zu. Das hier ist jetzt die Wiedergabeliste von dem iPhone, was angeschlossen ist, aber das hier ist wichtig. Dann nehme ich einfach, sage ich, okay, die möchte ich in dieser Wiedergabeliste Oktober drin haben. Klack. Damit das aber dann wirklich funktioniert, damit man diese Videos als Musikvideos abspielen kann, muss der Medientyp geändert werden. Da macht man halt rechte Maustaste, geht auf Informationen, Labarababa, zack, und geht dann auf Optionen. Das ist der Trick. Eigene Videos, also wenn die Medienart eigene Videos sind, dann kann man die nicht in diesen iTunes Playlists abspielen. Das muss man einfach ändern im Musikvideo. Und das ist eigentlich schon der Trick. Man kann auch eine Lautstärkeanpassung machen, aber komm, das lassen wir jetzt einfach mal. Dann sagen wir, okay, bup, in dem Moment sind die jetzt in der Playlist. Die Playlist möchte ich jetzt auf mein iPhone übertragen. Hier oben sieht man das iPhone, das ist angeschlossen über USB und dann kann man das auswählen. Der nächste Schritt ist, man geht auf Musik. Jetzt ist es so, es ist hier schon ausgewählt, Musik synchronisieren. Wenn es nicht wäre, sähe das so aus. Da müsste man das noch extra durch einen Klick aktivieren. So, dann kann man hier hingehen und sagen, ich möchte diese Oktober 2005 Playlist auf mein iPhone übertragen. Dann sage ich einfach einwenden, fertig. Und hier oben sieht man, die Synchronisierung beginnt. Und jetzt sind die Sachen in der Playlist. Man sieht auch hier, die Standardeinstellung ist Musikvideos einbeziehen. Das bedeutet eigentlich,
dass man könnte auch Musik haben, normale Audio-Files und könnte die mischen mit, kann die mischen mit Musikvideos. Ja, dann wird halt auf dem iPhone, wenn ein normales Musikvideo ist, wird das abgespielt. Wenn danach ein Video ist, hat man das Video auf seinem iPhone. Das ist eigentlich schon alles. So einfach ist das. Ja, und dann wünsche ich mal viel Spaß. Kommt noch demnächst ein anderes Video. Es ist ein bisschen schwierig mittlerweile, bestimmte Musikvideos runterzuladen oder gestreamte Inhalte. Wie das funktioniert und wie man alle Sperren umgehen kann, zeige ich im eigenen Video. Das war's. Viel Spaß. Und ab jetzt könnt ihr relativ viele YouTube-Videos und Musikvideos auf euer iPhone runterladen. That was it. Also ich danke euch. Mach's gut. Ciao.